Moin Leute und willkommen zu unserem allerneuesten Let's Play, nämlich Until Dawn. Das erste Horror-Let's Play hier auf diesem Kanal. Wir dachten, wir probieren mal etwas Neues aus, spannen unsere Nerven an und los geht's mit einer neuen Geschichte. Ganz genau, und jetzt wird sich gegruselt. Viel Spaß dabei. Ich habe ja ein bisschen Angst, ne? Ja, kann ich verstehen, ist halt auch was Neues. Ich habe einmal Dead Space gespielt. Der Schmetterlingseffekt, auch bekannt aus dem Film Butterfly-Effekt, sollten viele kennen. Es geht darum, dass unsere Handlungen das ganze Spielgeschehen und auch den Ablauf der Geschichte beeinflussen können, wie man gerade schön an dieser Ader sieht. Die kleinste Entscheidung kann die Zukunft dramatisch verändern. Das sagt man, der Schmetterlingsschlag kann ja einen Hurricane auslösen. Ja, ich meine, es war irgendwie der Flügelschlag eines Schmetterlings. Genau. In Taiwan kann in den USA ein Hurricane auslösen oder sowas. Genau, und auf demselben Prinzip basiert auch dieses Spiel. Die kleinsten Entscheidungen können Großes auslösen. Ihr seht also, welchen Weg man wählt, ist komplett individuell. Dieses Spiel gibt mehrere Enden bei diesem Spiel. Das bedeutet, man kann es durchaus mehrmals spielen. Und wir werden unsere Handlung mit Bedacht wählen. Wir versuchen nicht zu viele Leute umzubringen und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Gruseln. Ich werde schreien wie ein kleines Mädchen. Ja. Ich bin jetzt schon so angespannt. Oh mein Gott! Echt unfassbar, dass du das wirklich getan hast. Findet ihr das nicht ein kleines bisschen krass? Ah, komm schon, sie hat es verdient. Was kann sie denn dafür, dass sie in Mike verknallt ist? Erna hat versucht, ihn anzumachen. Ich bin voll auf der Seite von M. Und bloß weil er Jahrgangssprecher ist, hat nicht gleich jeder Besitzansprüche auf ihn. Mike gehört nur mir. Hey, ich gehöre überhaupt niemandem. Na, aber sicher doch, Darling. Oh, da gibt's jetzt schon Beef. Klassische Teenie-Geschichte, scheinbar. Ja, auch mit dem Haus, mit diesem Block, mit der Blockhütte im Schneewald. Mhm. Hannah! Oh nein, und eine fehlt. Mike? Hm. Hier ist Hannah. Hey, Hannah. Warte, ich bin total angespannt. Kannst du schon was machen? Nee, noch nicht so. Das ist bestimmt der nette Kerl. Hey, hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh? Schläft der hier? Als Josh, okay. Das da ist auf dem Tisch. Oh, du kannst dich Es geht los. Sebi fängt an mit dem Spielen. Wir werden uns wie üblich jede Episode abwechseln. Genau. Mit der Gameplay-Steuerung. Okay. Deswegen könnt ihr jeweils dem Individuum dann die Schuld geben, falls irgendeine Reaktion zu langsam war. Das glaube ich ja nicht. Also man kann nicht die Kamera bewegen, wie ich feststelle. Oh, das macht ja richtig furchtbar. Dann kannst du ja nicht sehen, was in der Ecke ist. Das meine ich. Ich hasse das, nicht die Kontrolle zu haben. So kann ich hier irgendwie interagieren. Drück mal irgendwie X. Aber ich glaube, es geht erstmal darum, wirklich nur weiterzugehen. Mhm. Wahrscheinlich aber. Wir haben wahrscheinlich zu viel gesoffen. Ja. Hätte ich aber auch gemacht. Also ich meine, das ist halt so. Was willst du machen, wenn du in einer Blockhütte bist, wo es offensichtlich nicht mal einen Fernseher gibt? Scheinbar ein Tutorial. Nutze den rechten Stick, um dich umzusehen. Ja, aber besonders doll umsehen kann man sich nicht. Also schimmernde Objekte. Guck mal, da schimmert etwas. Genau, hier also an der linken Seite. Das hier ist mein Umsehen, möchte ich nur mal erwähnen. Mehr kann man nicht machen. Aber? Da schimmert etwas. Und zwar ist das ein Stück Papier. Halte R2 gedrückt, um eine Notiz anzusehen. Ach, das ist genauso wie bei, wie heißt denn das Spiel mit den Detektiven? Rechtens Heavy Rain? Nein, was wir mal gespielt haben. Hannah, du siehst in dem Shirt so heiß aus, aber ich wette, ohne bist du noch heißer. Komm um 2 Uhr ins Gästezimmer. Zwinkernder Smiley. Mike. X. Sehr diskret dahingelegt auf den Tischen treten muss. Jeder sehen kann. Schwester jetzt wieder vor.
Die junge Dame scheint auf den Mike zu stehen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern ordentlich. Sie wollte ihn verführen. Was ich meinte, war Eleanor. Hab deine Nachricht bekommen. Schön, dass du hier bist. Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und sehen, was daraus wird. Der Mann geht zur Sache. Oh, ja, ja. Jetzt gibt's Titten bei uns. Oh, das Spiel geht gut los. Das Shirt aus. Was? Oh mein Gott. Nein. Oh, das ist fies. Was wollt ihr denn hier? Das ist gemein. Hannah. Tut mir leid, Hannah. Das ging wohl zu weit, aber... Nur ein dummer Streich. Oh, Mann. Ihr seid echt arschig. Wisst ihr das? Hannah. Oh, das war fies, vor allem mit der Kamera. Oh, und sie rennt raus. Ich habe gar nicht mitbekommen, wen wir spielen. Josh wecken. Ja, wir wecken ihn, glaube ich, erstmal auf. Erstmal den Josh wecken. Ja, alleine rausgehen und die andere suchen, ist immer doof. Okay, Josh. Ein großer, starker Kerl. Josh! Fuck! Ja, das ja. ist die beste so Entscheidung. Da draußen ist jemand. Was zum... Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Alles gut, sie versteht nur keinen Spaß. Es war nur ein Spaß, Ham. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert, es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Die sind Hannah! Echt unsympathisch, ne? Die können eigentlich auch sterben. Ihr jetzt nachlaufen? Also, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh Gott, wieso laufen die immer da? Wirklich richtig Aktionstag. Oh Gott, der Aktionstag. Der Controller macht übrigens auch Geräusche. Schnell oder sicher? Schnell. Wir gehen den Wie geht denn das überhaupt mit dem linken? Dreieck. Ich bin dabei, Mann. Das machst du das mit dem linken oder wie entscheidest du das? Mit dem rechten Analogstick. Achso, okay. Das will ich nur halt irgendwie auch wissen, wenn ich mal dran bin. Du kriegst das schon hin, wir müssen Naturteil mit dem Spiel. Das ist ziemlich hektisch. Ich bin voll aufgeregt. Ja, warte. Was rechts, rechts. Wir folgen dem Geräusch. Wobei, das ist nicht klug, oder? Man geht eigentlich nie dahin, wo das Geräusch ist. Verdammt, jetzt bin ich so genauso dumm wie die Leute. Ja, ich auch, Mann. Ich hab ja schon voll die Panik gehabt. Wo steckst du? Geräusch war doch gut. Ja, Schatten. Jetzt den Fußspuren. Ja, Fußspuren, ja. Wir machen was anderes. Ich hab Angst vor den Schatten. Ich auch. Und außerdem ist auch dieses Ding da rechts gelaufen. Nein, guck nach vorne, Mädchen. Und nicht runterfallen, bitte verstellt ihr nicht den Knöchel. Sie ist sportlich. Sportlicher als viele. Mache ein Selfie. Ah, und sperre. Ach, ich glaube, du musst auf den Controller. Ach was. Das hast du mich gerade auf dem PS4-Controller gemacht. Ja, das ist ein Exklusivtitel, deswegen machst du es da. Da ist sowas immer eingebunden. Mhm. Rechtens. Okay. Jetzt ist das so. Ja, das mache ich auch immer so. Aber das saugt mir mein Akku immer so leer. Das ist echt gruselig, jetzt auch nur ein Taschenlampe. Also, das Spiel geht gleich ganz schön schnell und gut los. Wir müssen Hannah finden, denn die arme Hannah tut mir irgendwie leid und sie ist ja auch sympathisch. Und da würde ich schon gerne was machen. Oh Gott, ey. Ich sage, ich bin. Ich probiere mal ein bisschen schneller. Ja, das finde ich auch gut. Ich bin auch immer so mega angespannt. Ich gucke auch nie Horrorfilme. Deswegen Hallo? Kann ich auch sagen, Hallo? Dass ich wirklich überhaupt nicht abgehärtet bin, was das angeht. Nope. Und da. Was ist das denn? Sieht mir ein bisschen. Oh Gott. Ein Todestotem. Was ist da gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Totem-Prophezeiung. Naturvölker glaubten, dass Schmetterlinge Träume und Vorahnungen überbringen. Jedes Totenfragment sagt ein mögliches zukünftiges Ereignis voraus. Wie du spielst, entscheidet darüber, ob diese Prophezeiungen sich erfüllen. Während du Totems freischaltest, werden die Ereignisse der Vergangenheit klar. Okay. Und das war der mögliche Tod der Person, die es findet. Na toll. Das vielleicht hätten wir es nicht aufheben sollen. Aber es ist ja auf der anderen Seite nur der mögliche Tod. Richtig. Allerdings, es gibt auch Glück und schöne Sachen, Führung. Aber wir haben jetzt leider Tod aufgesammelt. Ja, das war doof. Wollen wir es noch einmal abspielen?
Das sind die Ereignisse der Vergangenheit. Okay, das hat jetzt bis jetzt mir nichts gesagt. Wir spielen erstmal weiter, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass... Ich bin gerade recht verwirrt, aber ich schätze mal, das alles wird sich noch aufklären. Zumindest hoffe ich das. Und genau, ich hoffe nicht, dass diese Junge mit spielt. Beth. Ja, so, Beth ist das, die wir spielen. Das erinnert mich daran, dass The Walking Dead auch bald wieder losgeht. So, und weiter geht's. Wir folgen dem Pfad durch den Wald alleine. Dass die anderen nicht mitgekommen sind. Ja. So, ich meine, das ist jetzt sind schon zwei Leute alleine draußen Freunde? Im Wald. Mitten in der Nacht. Ja. Hannah! Oh, wir haben Hannah gefunden. Oh, ja. Passiert Hannah! Nicht. Oh mein Gott, du bist ja am Erfrieren. Hier, nimm meine Jacke. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so dumm. Oh Gott, ich hasse diese Predator Eyes. Hannah, Beth? Was passiert hier? Wir laufen weg. Das sind zwei Frauen, ich bin nicht kämpfen. Wir laufen weg. Oh nein, sie stolpert. Hannah, komm schon. Pass auf, dass du gleich mit dem drücken musst, oder? Okay. Ich glaube, wir können ja draußen eh jemanden anrufen. Nein, sie kann sich ja noch nicht gehen. Nein! Nein! Shit! Nein! Fuck! Nein! Was? Achso. Oh, das ist aber nicht viel besser. Der Schnee ist rein. Festhalten! Was ist denn da? Festhalten! Was machen wir? Wir lassen los, oder? Loslassen? Ich weiß es nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Ich trau dem Typ nicht. Aber der Schnee sieht gleich aus. Oh. Okay, das war das Tote. Die sind beide tot! Alter, wir haben gerade zwei gute Frauen verloren. Wir haben hier schon zwei verloren, fuck. Okay. Das. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das ist bedeutsam. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Und siehst dir das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Wie cool ist das denn bitte gemacht? Das war das Tutorial. Ich verstehe. Oh mein Gott, das hat mich gerade ziemlich fertig gemacht. Ich weiß nicht, war das nur das Tutorial? Ja, oder spielt schon. Das hier jetzt nicht vielleicht in der Zukunft? Also so hatte ich es verstanden, weil er hat ja über dieses Spiel geredet, deswegen, ich glaube, er hat so quasi diese vierte Wand durchbrochen und spricht direkt zu dem Zuschauer. Exakt. So, und jetzt? Sollen wir sagen, was wir sehen? Ich sehe eine Vogelscheuche. Und ein Haus. Oder eine Scheune. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich.
bin nervös. Ich bin eigentlich glücklich. Ich bin nervös. Diese ganze Sache macht mich nervös. Echt? Ja. Ich meine, das ist das Kornfeld. Ich bin nervös. Na gut, dann. Okay, Ehrlichkeit ist gut. Und was daran macht dich denn nervös? Ja. Ich weiß es nicht. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich eher so, dass man nicht so weit sehen kann. Wenn du es gar nicht siehst, warum macht es dich dann nervös? Ich meine, ist irgendetwas in dem Haus? Nein, nicht dort. Ich mag nicht, wie dieses Spiel mich analysiert. Das macht mich ja alles fertig. Also, wenn es nicht in dem Haus ist, wo glaubst du dann ist es? In dem Feld. Vielleicht im Feld? Genau. Es ist im Feld. Von was ist es? Verstehe. Und ist diese Gefahr menschlich oder gibt's noch eine andere Angst, über die du gerne mit mir reden möchtest? Ich weiß nicht, ob es menschlich ist. Ich glaube nicht. Ne? Bist du dagegen? Naja, ich bin dafür, es ist kein Mensch. Okay. Eine nicht menschliche Gefahr. Wie faszinierend. Naja, vielleicht untersuchen wir deine Ängste ein bisschen weiter in der nächsten Sitzung, ich fürchte. Unsere Zeit ist um. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass dieses Spiel unsere Ängste analysiert und dann dem entgegen. Ja, genau. Das ist halt so, weil ich meine, das waren jetzt 5 Fragen, die aufeinander aufbauen. Da kannst du halt sagen, okay, wenn es nicht menschlich ist, dann machen wir es halt irgendwelche Gruseldinger rein, die halt nicht menschlich sind. Das wäre so gemein. Oh, das ist ja richtig fies. Dieses Spiel zerstört dich, ja. Sony Computer Entertainment will uns fertig machen, doch wie wird das Ganze weitergehen? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Until Dawn. Da geht es dann endlich los, ohne das Tutorial, mit dem richtigen Spiel. Bis gleich. Wir sind völlig fertig. Ciao.